Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Steel Division 2. Der Countdown zum Italien-DLC läuft weiterhin, dass er Anfang Februar rauskommt und deswegen, ja, heute nochmal eine der älteren Divisionen, die 20. Panzergrenadier-Division, auch eine Division aus einem der DLCs für Steel Division 2. Hier die Division, ganz interessant, weil sie Tiger-P und Elefant-Jagdpanzer hat. Also sehr stark gepanzert mit guter Bewaffnung, zusammen mit der Panzergrenadier-Division Großdeutschland. Und vorgestern ging ja der Early Access von Warno los, dem nächsten Spiel von Eugene Systems, was ja, Refland hier oben spielt es gerade, startet es gerade, was ja im Kalten Krieg, beziehungsweise im Dritten Weltkrieg, kann man sagen, angesiedelt ist. Also vom Setting her ein bisschen moderner, von der Spielweise aber relativ ähnlich zu Steel Division. Wenn ihr also Bock auf ein anderes Setting habt, dann schaut da mal gerne rein. Den Link zum Video oder zu den Videos packe ich euch rechts oben in die Infokarte. Und jetzt überlege ich gerade, wie wir uns hier am besten aufstellen. Der Kumpel hier geht ja links. Schöne offene Fläche, ja, die hätte ich auch gerne. Hier haben wir den blöden Fluss irgendwie. Das heißt, wir müssen unsere Panzer hier über den Fluss führen, wenn wir das wollen. Oder halt dann hier Richtung Stadt, was beides irgendwie mit Panzern nicht so wirklich geil ist. Die Ersatztruppen haben auch keine panzerbrechenden Waffen dabei. Nichtsdestotrotz schicken wir mal die hier rein. Interessant ist, dass ich diese Ausladen auf Positionen befehle. Den habe ich erst bei Warno jetzt selber so für mich entdeckt. Natürlich sehr, sehr praktisch. So, aber wir brauchen erstmal Scouts. Spätrupp. Gerne mal hier hin. Die Jeeps sind halt insofern doof, weil die, glaube ich, keinen guten Tarnwert haben. Tarnung Mittel nur, ja. Also wir können es versuchen, hier irgendwie reinzukommen. Das wäre natürlich geil, wenn wir das am Anfang schaffen. So, wir fahren mal hier dahin. Der Scout geht auf Nicht-Schießen und achso, der kann sich ja nicht entladen. Dann Fast Forward hier rein. So, wenn wir richtig Risiko spielen wollen, dann geht man den Ganzen noch einen Offizier mit dazu. Und entladen den dort und am Panzern vielleicht als Backup ein Stück 4. So, hier an die Brücke ran. Mal gucken, ob das funktioniert. Wir müssen natürlich auch hier so ein bisschen die Sache decken. Das machen wir mal so ein bisschen halbherzig. Wollen Sie mitfahren? Mit Infanterie. Bereit für den Transport. Das müsste eigentlich fast schon reichen. Hier die Brücke muss gedeckt werden. So, was haben wir denn an Panzerabwehr dabei? Witzig, das ist, dass die Stucks unter Panzern gelistet werden. Und unter Panzerabwehr wir die Jagdpanzer 4 haben. Flugabwehr sind wir relativ gut aufgestellt. Artillerie, externer Artischlag. Artilleriebeobachter, Flugzeuge, ja, sehr viele Jäger. Und in Phase C die U-87. Wobei ich diese Sturzkampfbomber auch mal, die sind ein bisschen schwierig, weil die brauchen relativ lange, um ihre Bomben abzuwerfen. Und in der Zeit können sie von der gegnerischen Flak immer gut unter Feuer genommen werden. So, du gehst mal bitte erstmal hier auf die Position. So, jetzt haben wir noch 120 Punkte. Komm, wir führen auch noch einen zweiten Jagdpanzer. Den führen wir aber mal hier hoch. So, nur mal Schlacht starten. Mal gucken, ob das so funktioniert. Vor allem hier die Brücke wird tricky. Wenn wir aber hier da die Infanterie in die Stadt schicken, könnte das funktionieren. Ich höre. Schauen wir mal. Kommt darauf an, ob wir gegen die mittlere oder gegen die schwere KI auf unserer Flanke kämpfen.
Okay, das sieht schon mal gut aus. Wir haben es geschafft, hier rüber zu kommen. Mal noch einen Scout ransetzen. Ziel verloren auf der linken Seite. Da ist die schwere KI. Da ist. Okay, wir scheinen wohl die mittlere KI auf unserer Seite zu haben. Wollen Sie mitfahren? So, eine Ersatztruppe geht weiter vor. Interessant ist auch der Unterschied zu Warno. Dort bleiben die Transportmittel ja stehen. Das heißt, man kann die wieder verkaufen. Man kann die wieder zurückschicken. Das ist echt interessant. So, wir warten mal, bis die Panzer hier in Position sind. Speer bereit. Die gehen mal da rein. Jawohl. So, und... Das ist immer total strange. Das finde ich immer total komisch, dass er Panzer in die Stadt führt. Wir machen das aber auch mal. So. So, dann holen wir uns noch mehr Ersatztruppen, dass wir da rechts dann pushen können. So, wie sieht's links aus? Ja. Der Gegner führt. Lanzer zur Stelle. Ja, aber das MG hat da nicht wirklich eine Chance gegen unsere Einheiten. Okay, wir schicken die gleich mal in den Gegenangriff. Wobei, der kann ruhig da hochgehen. So. Ja, er hat uns hier den Punkt weggenommen. Das ist natürlich nicht so geil. Echt strange, dass er wirklich mit den Panzern in die Stadt reingeht. Oh, 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 oh. Los geht's, Männer. So, hier der Jagdpanzer. Was sind das? T-60er. Die Su-85. Ach, ist das die gleiche Division, gegen die wir letzte Woche gespielt haben? So, hier, wir müssen hier mal... Scheiße, das war knapp. Marschbereitschaft hergestellt. Wir rücken aus. Taxi, dort müssen wir hin. Wir können nicht mehr. Ja, die gehen da jetzt raus. Die sind aber auch unter Feuer da, das ist ganz interessant. Hat jemand ein Taxi bestellt? Ja, wir brauchen halt hier ein Spotting. Das ist gerade unser Hauptproblem. Die Su... Oh yes, das ist natürlich auch schwierig. Okay, die ergeben sich da, das ist schon mal ganz gut. Jetzt führen wir sogar schon. Der Offizier geht mal mit hier oben mit ran. So, der Scout geht mal dahin. Der Jagdpanzer. Schwierig, der Scout mal für hier unten, dass er für den Jagdpanzer spotten könnte. So, sind wir hier unter Feuer? Nope. Ruhe, herhören. So, die Ersatztruppen gehen mal bitte dahin. Warum führt er bitte den Tiger durch die Stadt? Das ist,
So, das Stück muss da ein bisschen Arbeit leisten. Aber gegen die T-60er sollte das kein großes Problem sein. Auch gegen den Scout dort ist das eigentlich... Ja, da geht der nächste raus. Jetzt muss noch der T-70 da rausgehen. Na los. Irgendwie hat das Stück da ein bisschen Probleme. So, hier oben haben wir den Punkt schon erobert. Das ist natürlich sehr schön. Ich muss aber den Q-Befehl, darf nicht vergessen, den Q-Befehl zu geben. So, die gehen hier hin. Das Stuck rückt mit vor. Der Jagdpanzer am Waldrand lang zusammen mit dem Scout. So, die SU-85 da oben. Ansonsten gehen wir hier wieder in den Wald rein. Das Stück bewegt sich mal dahin. Die gehen da rein. Jetzt steht es schon 17 zu 7. Okay. Oh, SU-85. So, hier brauchen wir... Ja, die SU macht da jetzt ein bisschen einen Strich durch die Rechnung. Weil die natürlich dazu führt, dass wir, da jetzt unterdrückt sind. Jetzt kommt auch schon die Artillerie. Okay, da brauchen wir erstmal ein Spotting. Solange wir den Punkt haben, ist es aber auch kein Problem. So, Flugzeuge. Mal gucken, ob die Flak schon da ist. Nope. Flakpanzer Panther. Oh, nicht gesehen. Okay, da sind ein paar Sachen dabei. Wir haben ja auch den Panzer 5-4 als Befehlsfahrzeug. So, Phase B sind noch 2 Minuten. Lanzer zur Stelle. Feind direkt vor eigener Stellung. Lanzer zur Stelle. Da ist die SU. Aber wir kommen nicht an die ran, weil die Gebäude im Weg sind. Wir könnten jetzt natürlich versuchen, die Flugzeuge dahin zu setzen, aber ich würde gerne erstmal hier die SU raushaben. Mal gucken, wie gut das funktioniert, wenn wir jetzt hier unsere Flakpanzer gleich in Position sind. Feind direkt zur eigenen Stellung. Brecher ab, Ende. Feind direkt zur eigenen Stellung. Oh wow, das hat ja richtig was gebracht. So, wir haben hier den Punkt wieder verloren. Die Gruppe erwartet ihre Befehle. So, da kommt die Antwort in Form der Jäger. Das ist ja genau das, was ich erwartet habe. Unsere Flaks sind aber direkt in Position. Ah, wir kriegen sie aber nicht raus. Wir kriegen sie nur so weit auf Rückzug geschossen. Ah, ja. So. Ja, die steht da gut. Ach doch, einen haben wir abgeschossen. Sehr schön. T-34-76 gegen Stuck 4. Das wird jetzt interessant. Scheiße, das war knapp. Tonnenschwarze. Aber den haben wir rausgenommen. Sehr gut. Ich bring mal noch einen Offizier hier, damit die Veteranenstatus kriegen oder Elite-Status, so Artillerie. Haben wir leider nur in Phase A den externen Artischlag und den Artilleriebeobachter. Da müssen wir tatsächlich warten. Und hier haben wir weiterhin die SU gespottet. So, die Ersatztruppen sind da. Marschformation. Höre Sie klar und deutlich. Steht irgendwas, was uns spottet, aber wir nicht das, den Gegner. Das ist natürlich nicht cool. Ihre Befehle.
T70 könnte das gewesen sein, ich bin mir nicht ganz sicher. So, 17-7 steht es weiterhin für uns. 18-6 mittlerweile. So, Phase B. So, Flugzeuge haben wir trotzdem nur weiterhin die zwei Bomber. Das ist insofern. Was haben wir denn an Artillerie? 105 mm. Okay. Und wir brauchen mal hier einen Versorger, um das Stuck zu reparieren. Was haben wir an Panzerabwehr? Ja, die Elefanten halt und die 75er Pack. Wobei auf die Distanz zerlegt die Suhe höchstwahrscheinlich auch die 75er Pack easy going. So, der Scout. Geräuschdisziplin. Bin auf Empfang. Das ist der große Augenblick der Luftwaffe. Ja, da reichen die Bomben nicht aus. Oh doch, diesmal kriegen wir sie raus. Lucky Hit, würde ich sagen. Das ist natürlich nice. So, der Spätrupp hier wird angegriffen. Jetzt kommt er mit den Elite-Fliegern. Wollen wir da auch wieder einen rauskriegen. Hier ist ja auch noch ein Flak. Ja, eventuell die hier, Jagd 9 hier. Lanzer zur Stelle. Na dann mal los, Leutnant. So, dann reparieren wir das Stuck dort erstmal. Lanzer zur Stelle. Oh, das ist wieder so eine Runde, wo im Grunde nicht wirklich viel passiert. So, die Artillerie müsste da sein. Jo. So, die wären hier Team 0 und dann... Unmöglich. Ja, dann greifen wir die zu an. Wir könnten natürlich jetzt versuchen, hier so ein bisschen... Ablenkungsmanöver zu machen. Erstmal die mit der Artillerie so weit unterdrücken, dass wir da Infanterie bereit. Und dann die Infanterie drauf schicken. Wir lassen mal noch einen Schuss, zwei Schuss. Direkt zur eigenen Stellung. Infanterie bereit. Gott, die Artillerie macht aber jetzt nicht gerade sehr viel Unterdrückungsfeuer da auf die Su. Das hätte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt. So, wir können mal einen Elefanten holen. Die sind eh langsam. Na los. Mehr ist nicht drin. Okay, pass mal auf. Dann zack, hier drauf. Genau, jetzt geht sie auf die Panzergrenadiere. Wie wäre es mit Kopfschal, Schweinehund? Die Gruppe erwartet ihre Befehle. Sehr schön. Und jetzt können wir, genau, die gehen wieder auf zurück. Die Artillerie bewegt sich bitte weiter nach vorne. Es hat Unteroffizier Steine erwischt. So, die gehen auf das MG drauf. Der Offizier geht mal hier ins Haus rein. Die gehen noch mit auf Angriff. Die gehen auf Angriff. Na, das MG geht raus. Okay, dann schicken wir die zwei Jagdpanzer da drauf. Oh, was ist hier in der Stadt los? Panzer in der Stadt.
Volles Schwarze! Vorwärts, Marsch! So, aber es sind eben noch 2 Minuten. Wenn er jetzt kein Wunder hier hat, dann... Ach, guck mal. Sehr schön, dann haben wir das hier soweit geklärt. Dann können wir die da reinschicken. Die schicken wir auch da rein. Die schicken wir da rein. Und die beiden Jagdpanzer. Ja, das ist jetzt eigentlich gefährlich, was wir da machen. Sag ich doch, da sind noch welche. So, komm mal her hier. Ja, genau, da sind noch... Ah, noch ein MG steht da. So, ist der unser Elefant schon da? Ne, der ist noch auf dem Weg. Hier geht der nächste T-34 raus. Was für eine Position schießt der denn da? Das muss ich nicht verstehen. So, wir greifen den T-34 da an. Was vermutet er da auf der Position? Das ist komisch. Jetzt kommt von dort auch Artillerie. Wir verlegen mal den Flakpanzer ein Stück. Nicht, dass er versucht, die Flakpanzerposition da zu countern. So. Da kommt wieder seine Fliegerantwort. Das ist uns aber egal. Der geht höchstwahrscheinlich raus. Wir greifen die da an. Und ja, sehr gut. Nehmen den Jäger von ihm auch raus. Was wird denn hier schon wieder gejammert? So, er schießt hier auf den Wald. Der vermutet höchstwahrscheinlich irgendeinen Jagdpanzer dort. So, wir gucken mal, ob wir mit dem Jagdpanzer 4 dort auf den T-34 kommen. 57er am Backup ist natürlich ekelhaft. Was können wir für Sie tun? Aber, ja, wir haben halt auch die mittlere KI hier vor uns gehabt. So, die Artillerie. Zweiter Zug einsatzbereit. Ah, sehr schön. Jetzt haben wir es auf Unterdrückung. Wo sind denn eigentlich unsere beiden Jagdpanzer hier? Bereit für die Jagd. So, 4 Sekunden noch, dann ist das Ding durch. Und damit haben wir gar nicht den Tiger P oder die Elefanten gebraucht. 17 Minuten. Wir gucken mal hier auf die Kills. Erstmal hier. 800 Kills gerade mal, 1500 von unserer KI-Kollegen, der Gegner ist im Grunde überhaupt nicht wirklich anwesend. Die schwere KI noch mit ein bisschen mehr Kills, aber auch die ist hier ziemlich, ziemlich blass. Wir sehen schon die beiden Jagdpanzer oder auch die 3 Jagdpanzer, die wir hier ins Spiel geholt haben, machen im Grunde die Hauptarbeit. Und ja, damit bleibt mir nur zu sagen, wenn es euch gefallen hat, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wie immer nochmal der Hinweis, schaut gerne mal rechts oben in die Infokarte, dort findet ihr die ersten Videos zu Warno, auch von UGM Systems. Und mein Dank geht wie immer raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer, namentlich genannt sind das Kulle, Gorwin, Kirtano, Carbine und Game One Fan. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer Oher.